Ein fränkisches Duell um den Anschluss an die Tabellenspitze steigt vor gut 850 Zuschauern im Schweinfurter Sachsstadion. Die Schnüdel, 15 Punkte, empfangen die Zweizeller besser dastehenden Club-Youngsters. Nur der Sieger darf also etwas nach oben schielen. Die Bilanz der letzten Jahre spricht aber nicht unbedingt für die Hausherren. Schweinfurt in Grün wartet seit fast 5 Jahren auf einen Ligaerfolg gegen die Nürnberger. Und die Mittelfranken schienen das auch gleich mal bestätigen zu wollen. Die Gäste von Beginn an mit etwas mehr Zug zum Tor. Leonardo Vonic wird da beispielsweise nach 13 Minuten in letzter Sekunde noch gestoppt. Doch 3 Zeigeumdrehungen später war es soweit. Schöner Konter der Klubberer. Seyhan Igit leitet selbst ein. Simon Joachim schickt ihn nochmals. Und seine Flanke landet maßgeschneidert auf dem Kopf von Vonic, der zuletzt auch für den Last-Minute-Ausgleich gegen Haching gesorgt hatte. Hier bringt er seine Farben also in Führung. Damit die Schnüdel gefordert und sie versuchten auch zu antworten. Vor allem über die linke Seite kam die ein oder andere Flanke rein. Benjamin Hatzic scheitert hier jedoch an Jan Reichert. Die deutlich gefährlichere Mannschaft blieb aber die Nürnberger U23. Vor allem Vonic bekam die Schweinfurter Defensive nicht in den Griff. Und so lag hier eher das Zweite für die Gäste in der Luft als der Ausgleich. Joachims mit dem nächsten Abschluss, er verfehlt allerdings sein Ziel recht deutlich. Die Schnüdel dürften insgesamt erstmal froh gewesen sein, als der Halbzeitpfiff ertönte. Doch 5 Minuten nach Wiederbeginn lauerte der nächste Nackenschlag. Torwart Nico Stefan kommt bei einer Ecke raus, aber nicht ran an den Ball. Und so köpft Yun Sang Hong 1:0. Die Club-Youngsters bis dato mit einem wirklich abgebrühten Auftritt. Sie zeigten auch weiterhin das schnörkellosere Spiel, überwanden das Mittelfeld ruckzuck und kamen weiter zu Chancen, wie hier durch den omnipräsenten Vonic. Bis hierhin fehlte das Aufbäumen der Schnüdel. Nach 58 Minuten Hatzic zumindest mal mit einer energischen Einzelleistung, schien aber eher ein Strohfeuer zu sein, denn die Gäste nach wie vor deutlich näher dran am Dritten. Unter anderem visiert Ali Loon nach einer Ecke den Außenpfosten an. Schweinfurt weiter auf der Suche nach der Initialzündung. Und wer anders als Hatzic, bisher einziger Hausherrenakteur in Normalform, sollte sie liefern. Er köpft eine Flanke von Felix Schwarzholz rein zum 1:2. Die Unterfranken also wieder da. Und so schnell geht's im Fußball. 2 Zeitumdrehungen später haben sie den Ausgleich auf dem Kopf. Reichert pariert aber überragend gegen Adam Schabiri. Der Nachschuss von Lukas Zeller wird geblockt. Nürnberg aber nur kurz geschockt. In der Folge erspielten sie sich wieder einige Chancen, verpassten aber vorerst die endgültige Entscheidung. So richtig zittern mussten sie trotzdem nicht. Schweinfurt insgesamt zu harmlos. Und so erzielte in der Nachspielzeit Vonic auf Zuspiel des eingewechselten Germaine Schalke doch noch das 1:3 und tütete mit seinem 9. Saisontor die 3 Punkte endgültig ein. Ja, hochverdiente Niederlage kann auch höher ausgehen. Wir haben alles vermissen lassen von Zweikampfverhalten, von Laufwege, von hart aggressiv zu spielen. Und wenn man alles vermissen lässt, dann kommt so ein Ergebnis raus und dann müssen wir uns nicht wundern, dass es 1:3 ist. Es kann auch noch höher ausgehen. Ich meine, wir wussten, dass der Gegner mit Jabiri vorne einen Stürmer hat, den du nie aus den Augen lassen darfst. Ich finde, das haben die zwei unfassbar gut gemacht. Die 2 Innenverteidiger, sonst haben wir nichts zugelassen in der ersten Halbzeit, hatten viele Chancen. Ich glaube, wir müssen da schon das ein oder andere Tor mehr schießen. Und wir wollten rauskommen und noch mehr Kontrolle über das Spiel haben, weil wir uns gedacht haben, wenn der Gegner, ja, der kommt jetzt und will das Ding irgendwie drehen, also werden wir Räume bekommen. Die schwarze Serie der Schweinfurter gegen die Club-Youngsters geht also weiter. Während die Schnüdel damit vorerst im Mittelfeld versinken, bleiben die Nürnberger in der Tabelle obendran.